Hallo zusammen. Weihnachtszeit ist Verpackungszeit und das heißt auch, jede Menge Müll fällt an. Bei mir gibt es endlos viele Kartons. Die Papiertonne ist voll und das, was ihr hier seht, ist der Rest. Kompakt. Ich möchte damit ein Blumenbeet anlegen. Wie das geht, das seht ihr gleich. Was ich in der Hand halte, das sind meine Vinarella-Kapseln. Das sind die verbrauchten Kaffeekapseln, die zu 100% kompostierbar sind. Und das könnt ihr in einem anderen Video sehen, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Aber hier geht es ja ums Thema Kompostieren. Ich kippe das Zeug einfach mal drauf. Das Papier selbst ist auch für kompostierbar, ist alles aus Holzpellets und Zellulose. So, schließlich habe ich noch eine Lage Pappe drüber getan und jetzt werden meine alten Töpfe hier drauf entleert. Das heißt, die kostbare Erde der Tomatenpflanzen, die gieße ich gleich hier drüber. Die Tonscherben, die unten im Topf drin waren, die nehme ich natürlich raus. War es dann auch schon. Ich werde jetzt noch einige weitere Töpfe auflösen, die ich nicht mehr brauche. Das heißt, wo die Pflanzen verblüht sind für dieses Jahr und die auch nicht zu überwintern sind. Das ist halt Basilikum, da stehen noch ein paar Töpfe auf der Terrasse. Die werde ich jetzt hier auf das Beet geben und noch gut untermischen. Dann folgen noch einige gehäckselte Blätter, die ich hier von den Bäumen im Hintergrund sind, Kirsche und Apfel habe. Da fahre ich eben mit dem Rasenmäher drüber, dann kommt das im Häckseln gleich und mischt das noch unter und dann habe ich im Frühjahr wirklich ein sehr humusreiches neues Beet. Blätter sind eigentlich ein ganz wertvoller Dünger. Hier habe ich doch eine große Menge Blätter zusammengekehrt, die hier vom Haselnussbaum, vom Apfelbaum, vom Kirschbaum, vom Flieder stammen. Und die werde ich jetzt mit dem Rasenmäher zerkleinern, denn Blätter sind so geschützt, dass sie ganz langsam verrotten. Und wenn man die einmal mit dem Rasenmäher klein macht, dann geben die einen hervorragenden Humus und Dünger. Das heißt, sie verkompostieren dann relativ schnell. Und wenn ich das jetzt mit dem Mäher klein gehäckselt habe, gebe ich das auch noch auf das neu angelegte Beet. Absolut.
So, leider wird es gleich dunkel. Ich bin ein bisschen spät zu der Aktion gekommen, aber ich mache jetzt hier Feierabend und werde die nächsten Tage nochmal Erde drauf kippen und dann werden wir sehen, was da draus wird. So Kartons, die locken ungemein viele Regenwürmer an und die sind natürlich verantwortlich für die Verkompostierung.